Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu Eurofishing. Mit am Start ist die Rute Toni. Petri Heil. Genau. So, wir werden jetzt hier wieder ein bisschen angeln. Komm, bauen wir mal auf hier unser schönes Ding hier. Gut, hau rein das Ding. Hab ich schon. Ah, toll. Und ja, ich hatte das letzte Mal mir ein. Toll. Ja, den habe ich gut gemacht. Eine neue Angel geholt oder einen neuen Haken. Ein Zehner, glaube, war das, ne? Und das bedeutet, wir haben da schön geangelt, wollten eigentlich ein schönes Video mit euch machen oder euch zeigen. Problem war, ja, der Rechner ist abgeschissen. Und alles meine Erfahrung ist weg und somit habe ich jetzt nichts Besonderes hier zu liegen. Die ganzen alten Haken und deswegen kann durchaus sein, dass der Toni dieses Mal das Match gewinnt. Wie es sich gehört. Ja, alles klar. Werden wir mal gucken. Oh, voll rinnen in die Pampa hier. Oh Mann. Komm mal her. Rennst du irgendwie hinter mir rum? Ja, ich gucke mir ein paar Tricks bei dir ab. Du wirst doch jetzt nicht hier lumpen, hier gucken. Was machst du? Na, ich kann konnte da bloß eine Rute reinschmeißen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ene? Warum nur Ene? Da weiß ich ja nicht. Wo willst du denn hin? Mal gegenüber. Hast du jetzt einen größeren Haken oder was? Nee, anderen Köder. Ich habe mir Maisköder geholt. Ach, hast du keinen anderen Haken geholt, ja? Ein anderer Haken kostet, glaube ich, 500, ne? Erfahrung. Ja, kann sein. Ja, bin ja mal gespannt. Ja, das Komische, wir haben mal hier so ein. Ah, oh nein, ich bin ein Idiot! Jo. Ich hab alles. Ich hab alles kaputt gemacht. Was hast du gemacht? Ich hab aus Versehen mein Lager deaktiviert. Warum will er jetzt die Scheiße nicht ablegen? Oh, jetzt will er nicht ein. Oh, jetzt will er es nicht erkennen hier. Ich stehe zu weit weg. Oh, Mann. Will er es nicht erkennen, dass ich hier neben der Route stehe, hier neben dem Ding, weißt du? So. Irgendwie ist der Platz hier nicht so optimal, muss ich sagen. Jetzt mecker nicht und mache. Ah, sehr gut. Wir müssen jeden See mal ein bisschen ausprobieren. So. Haben wir hier irgendwo die Modder hier? Ja, ist egal, jetzt hier ist Modder. War nicht so weit weg. Jetzt nehmen wir mal die zwei. Hauen den jetzt da hinten nochmal hin. Wir sind ja die Oberangler hier. Ja, auf jeden Fall. Und raus das lange Teil. Damit kennen wir uns aus, Mann. Der ist zwar nicht lang, aber unheimlich dünn. Er könnte immer noch lachen, ey. Ich weiß nicht, ich finde das immer total lustig. Alter, den habe ich ja super geschmissen, ey. Ah, egal. Was ich mir mal. Was habe ich jetzt gemacht? Nur Scheiße, wahrscheinlich. Ja, und ich werde schon wieder angeschrieben hier bei Steam. Ich brauche mich nur ganz kurz online zeigen und dann geht's wieder los hier. Bing, bing, bing. Wie war denn das Ablegen der Route? Entweder drückst du denn die Zahl? Geht bei mir nicht. Ja, das hatte ich auch gehabt. Da musst du nochmal komplett zurück rollen, das Teil. Und dich näher ans Wasser stellen, weißt du? Ah, doch Ja. meiner Wissen. Ja, ne, das. So, und jetzt? Jetzt haben wir bald 5 Minuten gebraucht. Und jetzt muss man ein bisschen was reißen hier. Aber trotzdem, ich finde das schön entspannend, das Spiel. Die Vöglein zwitschern. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, wir haben vorher gerade eben ein bisschen Watch Dogs gemacht. Einfach nur ein bisschen Chaos. Und jetzt braucht Maximus und der Toni ein bisschen Entspannung. Dann kommt bestimmt auch gleich wieder. Wann bringt ihr wieder Spin Tires? Ja, wenn wir Zeit haben.
Der Tag hat 24 Stunden, wenn die nicht reichen, die ganze Nacht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, das ist auch ganz gut so. Ich glaube, nee, das ist eine Blume da hinten. Oder bist du das da hinten zwischen die Bäume? In Ich die will nicht. Blumen natürlich. Du bist ein Osterei. Nee, ich will nicht so weit weggehen. Oh, komm mal her. Nein! Kriegst du erstmal eine Rutenschelle. Ja. Ja, was gibt's eigentlich Neues, was man so berichten kann? Beim Angeln kann man ja über vieles berichten. Lass uns einfach mal das Smartphone checken. Und da habe ich eine schöne App, um gerade bei Spiele immer so auf dem neuesten Stand zu sein. Hast du bestimmt auch, Toni, oder? Wie wäre? Epic Gamer? Nee. Du bist doch raus. Also. Aha. Irgendwas mit Call of Duty wieder. Also wir haben heute den 8.01.21:57 Uhr. Toni muss bald ins Bett, Ja. weil er hat schon die Schlümpfe verpasst. Oder der Typ, der den Sand immer in die Augen schmeißt. Also Call of Duty 2016 wird auf jeden Fall kein Exoskelett haben. Ey, ganz ehrlich, diese ganzen Zukunftsrotze geht mir sowas auf den Sack. Also bei den Shootern. Da mache ich lieber ein bisschen Shooter-Action bei Watch Dogs. Ey, ist hier der Tote See oder was? Mein Spiel hängt. Wieso hängt das? Na, ich wollte den Köder auswählen und irgendwie will der Köder aber mich nicht haben. Na, dann lass doch den Köder. Na, ich stehe jetzt hier mit der Route in der Hand und bin im Menü. Jetzt geht's wieder. Oh, das ist da Da. hinten. Ja. Spiel. So, was kann man dann noch für Sachen? World of Tanks. Zweite Beta-Phase für die PlayStation 4. Interessiert mich ja nicht so, aber es sind ja einige, die hier Konsolenbesitzer sind. Oder hauptsächlich nur Konsole spielen. Könnt ihr mal unten rein schreiben, welche Konsole ihr habt und warum vielleicht auch, weil für mich eben PC-Spieler und bleibt doch so. Was machst du? Bist du gerade im Busch gefallen? Nein. So, ich muss die eins nochmal reinholen. So, dann gucken wir gleich mal weiter, was es an News so gibt. Das ist ein bescheuerter See. Freue mich auf jeden Fall aufs erste Quartal, wenn die einen schönen Spielendeal kommen. Alter, der fliegt aber übelst. Oh, der könnte richtig gut sein. Aber richtig. Den habe ich zwischen die komischen Seerosen. Da war ein bisschen Modder. Schön. Ja, ich weiß. Far Cry Primal. Yeah. Ja, ihr kennt ja meine Top 10. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann einfach unten in die Videokommentare. Oder nicht in die Videokommentare, einfach auf den Kanal. Top 10 besten Spiele 2016 bei mir jetzt. Was ich denn so gewählt habe. Da findet ihr. Guckst du eigentlich Games of Rome? Oder Games of Krone? Da einfach Game of Thrones. Genau! Nee. Nee. Nee, ich auch nicht. Gut, haben wir so geklärt, weil ich gerade sehe, siebte und achte Staffel so gut wie fertig. Interessiert mich überhaupt nicht. Systemanforderungen für Far Cry Primal. Oh. Also, minimale Anforderung, sollte man mindestens Windows 7 oder Windows 10, aber in einer 64er-Bit-Version. Also alle, die 32-Bit haben, bitte holt euch ein Bit. Ihr solltet mindestens Intel Core i3 550 haben oder AMD, was weiß ich, interessiert doch keinen, hat doch keiner. So, Arbeitsspeicher mindestens 4 GB Arbeitsspeicher. Ja, Grafikkarte ab 460 bei GTI. Bei GTI? GTX? Ich hab so viel VW im Blut. Ey, der tote See und dummes Gelaber. Na gut. Oder AMD, sowas, was Toni hat. 5770.
Oh Gott. Mit 1 Gigabyte. Was anderes hast du doch nicht drinne. Für dich reicht's locker. Du hast du wirklich eine 5000er drinne? Nein, ich hab dir doch erzählt, eine 779. Ja, du bist doch ein Eimer. Also, oder empfohlene. Und danach, wenn ich dir das empfohlen gesagt habe, also dann werde ich auf jeden Fall die Angeln wieder nochmal rausschmeißen. Jedenfalls die drei. Gut, weiter geht's. Empfohlene, natürlich auch wieder die üblichen Betriebsprogramme, 64-Bit und dann ein i7 2600K. Dieses Ding, also der ist ja schon Ewigkeiten auf dem Markt. Der 2600K. Ja, das ist schon. Oder AMD FX 8350. Ihr braucht mindestens 8 GB Arbeitsspeicher oder eine GeForce 700 oder sage ich schon. Jeweils eine Grafikkarte braucht ihr eine GTX 780 oder eine AMD R9 280X. Was ist denn das für ein Ding? Grafikkarte. Ist die besser wie deine? Ja, ne? Ja. Naja, also, dann wisst ihr auch, dass meine Grafikkarte auch besser ist wie deine. Ja. Darum spielen wir ja sowas wie Spin Tires oder halt hier Eurofishing, weil er sonst nicht hinterherkommt. Jedenfalls braucht ihr auch 20 GB auf eurer Festplatte, ne? So, jetzt habt ihr wieder was über ein Spiel erfahren. Ihr könnt ja mal reinschreiben. Sollen wir sowas machen, wenn jetzt nicht allzu viel los ist hier bei diesem See, der so ein bisschen tot ist? Er ist so vor. Ich hab ein Piepen! Du hast ganz oft ein Piepen. Das ist weg. Ja. Das Piepen ist weg. Oh, die drei, die drei. Da zuppt einer. Oh, ich muss jetzt aufpassen. Vor allem, wir sind so behindert, wie, oder ich. Ich bin dann ruhig, ja, weil ich der denke, der Fisch hört mich. Macht er ja auch. Fische haben keine Ohren. Klar. Ja klar, hast du mal einen Fisch mit einem Ohr gesehen? Ja, ich sehe dich jeden Tag. Ja. So, was gibt's Neues? Ah ja, wie gesagt, ne? Wenn wir ab und zu mal hier so ein Eurofishing hier bringen, sollen wir denn so über Gott und die Welt zu reden an Gaming-Themen, dann können wir es gerne machen, was ich jetzt gerade so sehe. Zelda ist ja, ich weiß auch nicht, was die an Zelda gut finden. Bin ich nicht groß geworden damit. Kann ich nicht. Da haben sie vor ein paar Tagen gebracht, da hat jemand irgendeinen Zelda-Teil gespielt, hat etliche Jahre gebraucht, um durchzuspielen, weil er blind war. Er hat sich nur an das. Ja, an was er hört, ja. Und so hat er sich orientiert. Echt krass, muss ich sagen. So, der Autor von Half-Life verlässt Valve. Naja, warum die nicht einfach ein neues Half-Life machen? Vielleicht haben die Angst, dass zu hohe Erwartungen mit dem Spiel geweckt werden und die dann doch nicht erfüllt werden können. So lassen sie lieber die Leute so, naja, na so wie. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal die drei jetzt in die Hand nehmen. Scheiße, ich habe die zwei in die Hand genommen. Ich hau die zwei nochmal rein. Naja, jedenfalls, so. So, nochmal raus, das Schwein. Was nimmt ihr überhaupt Fische in dem See oder so? Ey, den anderen haben wir geangelt wie die Weltmeister, wa? Ja. Ja, wir werden wahrscheinlich nochmal. Oh, ein bisschen ranziehen nochmal. Ah, jetzt ist wieder Schnuschlick hier. Oder wir müssen nachher nochmal auf den anderen gehen. Ja. So, gut. Die drei wollte ich ja nochmal. Die Strippe ist auch sehr, sehr locker gewesen. So, hau mal das Ding da hinten noch hin. Ey, gar nichts bis jetzt, ey. Das ist ja.
Aber dann gehen wir an einer anderen Stelle, wisst ihr? An den anderen See. Oder hier haben wir auch keine Fische reingesetzt. Natürlich, sein, ja. Die wär, genau, das wäre so, wenn man ein Autorennspiel machen würde ohne Autos. Ja. Genau. Gut, weiter gehen wir mal schauen. Hier gibt es leider nichts. Plants vs. Zombie 2. Garden Warfare. Naja. Aber es soll eine Beta bald starten. Ich klicke da einfach mal drauf. Vielleicht sehen wir ja irgendwo mal. Am 14. bis 18. Januar soll eine Beta platt laufen. Aber PC-Spieler bleiben außen vor. Ja, warum ist es so? Weil die Konsolen ja die meiste Umsätze bringen. Aber auf den Konsolen kriege ich halt nicht die Spiele, die ich gerne spiele oder die ihr gerne sehen möchtet. So wie Euro Truck Simulator. Oder Landwirtschaftssimulator, den es ja da auch gibt. Aber ganz ehrlich, so eine Simulationsspiele, da will ich ja mit Mods was machen. Und ja, das geht ja nicht so richtig. So, gucken wir mal. Zahlreiche... The Division. Hast du jetzt The Division, ja? Ja. Und das andere Spiel hast du auch schon vorbestellt, ja? Ja. Ja, vorher oder früher war ich ja der Vorbestellerkönig. Jetzt ist es Toni. Dann habe ich mir mal ein Spiel vorbestellt. Es sind zwei, du Osterei. Drei. Die obere Führung hört mit. Toni hat drei Spiele vorbestellt. Und dabei kann es durchaus sein, dass Wildlands... Heißt das Wildlands? Ja, ne? Mhm. Noch nicht mal dieses Jahr kommt. Man geht davon aus, aber so wie die Politik dieses oder die letzten Jahre war, wird ja alles verschoben. Wenn man jetzt überlegt, The Division, ja, sollte schon vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren schon fast rauskommen. Selbst Watch Dogs hatten sie damals noch verschoben. Also gehen wir mal davon aus, dass vielleicht wieder was verschoben wird. Das wäre nicht schön. Ey, ganz ehrlich, wenn du Primal hast, kannst du erstmal rumprimeln. Wenn du denn Watch Dogs, hier Dings hast dir, sag schon, The Division, hast du auch genug zu tun. Ey, der Totensee, das ist ja der absolute Horror hier. Hans. Wer gewinnt nun? Ich hab nicht einen einzigen Biss. Ich hab mal. Auf der 3 hatte ich mal einen zappeln sehen. Kann es sein? Also, hier Fischerexperten hier, die uns zugucken. Vielleicht stehe ich zu sehr oder zu nah am See, aber hinhocken geht ja nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was wir hier vielleicht noch machen hätte können. Ob wir vielleicht die Schnauze halten sollen. Oh, ich sehe so. Also, mein Typ sieht so verdammt hässlich aus, ey. ja. Ja, ich glaube. Ja, weil ich ganz oben stehe, werde ich wohl auch gewonnen haben. Ja! Damit hat Maximus gewonnen. Bei mir stehe ich ganz oben. Das kann nicht sein. Doch. Völlig ausgeschlossen. Ja, das soll es dann aber auch erstmal gewesen sein. Wir werden uns auf jeden Fall das nächste Mal unseren alten See wieder nehmen. Und dann geht's auf jeden Fall wieder los. Ne? Mit den Worten machen wir Bede Fischermeister den Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.